So, das heißt, wir werden diese Folge nichts tun und einfach nur warten, bis sie unsere Bedienstetenzahl erhöht oder auch nicht. Und das erste Gefecht kommt gleich. Du meldest ein Gefecht, schlägt ihre Feinde bewusstlos. Ja, es war definitiv keine so gute Idee, ihnen die Text vorher zu geben. Keine Text, keine Text. Aber jetzt fangen sie eh schon an zu schießen, ist vorbei, ne? Ja, das hätte ich mir früher anders überlegen sollen. Aber na gut. Ob wir jetzt 103 Leute haben oder 100, so sehr fällt das nicht ins Gewicht. Für wie viel heuern wir sie denn gerade an? Für 1000 Dollar. Also okay. No, ihr kriegt auch einen Fangtag. Ihr seid ja wenigstens schon mal in der Nähe. Habt ihr überhaupt schon Wut? Nee. Okay, komm, weg mit den Tags. Ihr geht nämlich doch nicht nach unten Richtung nicht mehr vorhandenen Selbstschussanlagen. Stimmt, da war ein Haken. Das ist echt nicht gut. Und hier liegen überall Koffer rum und TNT und... Nee, nicht gut, gar nicht gut. Panische Touristen, das ist okay. Kann irgendjemand die K.O. geschlagenen Leute bitte mitnehmen? Er trägt seinen Kumpel nach Hause. Benötigt Hilfe. Okay. Die werden also auch Wut generieren. Entweder das oder sie stürmen gleich unsere Basis. Also ich könnte mir vorstellen, er trägt ihn jetzt irgendwo hin in Sicherheit und dann nach einer Weile kommen die wieder angelaufen. Aber soll mir auch recht sein, ich brauche nur Zeit. Ich brauche ganz viele Selbstschussanlagen. Die Dinger hier sind zwar auch ganz schön, aber ich brauche echt primär die Selbstschussanlagen. So, du zeigst hoffentlich nach unten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch einen, der nach oben zeigt. Und wir müssen Leute ins Ausland schicken, um Geld zu verdienen. Was sagt die Wut? Die Wut sagt, nicht vorhanden, nicht vorhanden, nicht vorhanden, nicht vorhanden, nicht vorhanden. Das klingt gut. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, zur Hölle sind unsere Kammerdiener. Wir haben keine Kammerdiener mehr? Wollt ihr mich veräppeln? Okay. 5 Kung-Fu-Kämpfer hier hin. Ostblock. Notfall. Das fiese Genie wird angegriffen. Was? Ihr Avatar wird angegriffen. Nein, er ist entkommen. Wie jetzt? Ist der Mixer schon zu Ende gewesen? Kein Tag. Du hau einfach nur ab. So schnell du eben kannst. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh. Okay. Das war nur ein Fake? Okay, damit erklären sie wohl das Neuladen, was wir jetzt machen werden müssen. Was ja auch mal ganz nett ist, das Ende in Anführungszeichen zu sehen, also wenn man Mist baut. Das heißt, Pause. Das heißt, zuallererst kriegen die Jungs hier unten ihre Texte entfernt. Sie haben schon Wut. Ich guck trotzdem mal. Tag weg. Tag weg. Bestattet sie. Die haben alle schon die Waffen draußen. Und sie werden eh auf die anderen Dinger schießen. Und belasten das einfach so. So. Ich verschwende viel zu viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was mit den Leuten hier ist.
Das Schlimmste, was passiert ist, sie bringen ein, zwei Leute um. Wir haben 100 plus Angestellte. Das muss vertretbar sein. Vor allem kriegen wir jede Minute, nee, alle 20 Sekunden einen neuen dazu. Ja. Das heißt, als nächstes gehst du mal hier weg. Geh mal einfach dahin, spielen wir schon Ping-Pong. So. Dann. Streitkräfte oder Inseln in Gefecht verwickelt. Wollen wir jetzt wieder alle Handlanger hier hinschicken? Dass, falls er gleich Unruhe stiftet, gleich vor der Pulle weggehauen wird. Das Risiko dabei wäre nur halt, dass wieder einer von denen stirbt. Er hat 2 Leben, also könnte er sich da hinstellen. Gut. Was mit den anderen? Du hast 3 Leben. Du kannst auf jeden Fall dahin. So. Dahin. Amaken hat 2 Leben. Ist auch okay. Kannst auch dahin. Und Yubai müsste eigentlich alle 3 noch haben. Genau. Du. Konnichiwa. Du geh mal bitte auch dahin. So, Kamera drehen. Gucken, was passiert. Er soll jetzt eigentlich keinen Tag mehr haben, wenn er hier fertig ist. Das heißt, entweder hat er gleich automatisch ein neues Fangen-Tag bekommen, oder es hat ihn niemand abgeholt. Oder es hat ihn jemand abgeholt und er hat Lautsprecher gehört und hat ihn deswegen stehen lassen. Das könnte natürlich auch sein. Also müssen wir jetzt die Text doch wieder wegmachen. Das wird langsam albern. So, keine Text. Handlanger sind hier und gehen wieder. So. Anakin, bleib hier. So, du, bleib auch da. So, fiese Genie, lach. Okay. Steht neben der Ping-Pong-Platte und lacht ihn aus. Du bist echt ein komischer Chaos manchmal. Aber du hast ja auch eine Bombe hinterm Gesicht. Das ist schon okay. Noch irgendwo andere Texte, die wir verteilt haben, von denen ich nichts mehr weiß. Nö. Hier sind zwar noch ein paar rote Punkte, aber keiner davon hat Text. Sehr gut. Oder auch nicht. Mixer? Oh, die. Könnt ihr nicht mal alle einfach da bleiben? So, du dahin. Und jetzt machst du mal Leute sammeln. Und dann bleiben hoffentlich die anderen auch da. Komm, hol ihn raus. Ich weiß, hundertprozentig. Wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe, um mir die Leute zuzuordnen, dann wird er freigelassen. Oder irgendwas läuft schief. Ich habe aber nicht Lust, ihn wieder zuzugucken, wie eine Stunde lang am Mixer steckt. Yubai. Dahin. Dahin. Du, dahin. Bin versucht, seine Musik anzumachen. Auch wenn das absolut nichts bringen wird, aber wenigstens höre ich dann den Mixer nicht so laut. Komm schon. Raus. Da. Bye bye. Das dauert wohl noch. Er lacht immer noch. Wenigstens steigt unsere Angestelltenzahl. Muss ja auch okay. Und nach werden die ganzen Sachen gebaut. Was jedoch nicht so schön ist, ist, dass die ganzen Leute jetzt einfach so in unsere Basis reinlaufen können. Die Türen sind aber schon wieder auf 2, ne? Ja, gut. Wo ist Montezuma? Wo ist... Wer fehlt noch? Eli. Da unten. Sehr gut. So, schön da bleiben. Schön da bleiben. Ne, da muss letztes Mal echt was schiefgelaufen sein. Also ich denke, er wird jetzt noch den Rest der Folge in dem Mixer bleiben.
Und er ist letztes Mal nur geflohen, weil er hier irgendwie abkommandiert wurde. Von was auch immer, weil hier ist er eigentlich gar kein Lautsprecher. Wo ist denn jetzt Lautsprecher? Der da? Oh nee. Da, X. Da ist ein Lautsprecher. Der hat da wohl auch mal Sinn gemacht, aber nicht, wenn wir hier Leute verhören. Okay, also jetzt können wir ihn, glaube ich, in Ruhe lassen. Denn er hier wird nicht mehr abgelenkt. Das heißt, wir können auch die hier jetzt wieder verwirren. Solange jetzt nicht irgendein Diplomat ihn abführt nachher. Oh. Ich brauche mehr Selbstschussanlagen. Ich hätte jetzt die hier gerne tot. Obwohl, warte mal, wozu Selbstschussanlagen? Wo sind unsere Handlanger? Dafür sind die schließlich da. Ömerken, bring den da um. Du da, bring den da um. So, ist mir jetzt auch egal, ob das Leichensäcker verursacht oder nicht. Ich will die da jetzt weghaben, damit die Tags nicht später irgendwie Unsinn machen können. Selbstschussanlagen werden auch wieder gebaut. Sehr gut. Mixer läuft. Fiese Genie lacht neben der Tischtennisplatte. Sauber, sauber. So, was fehlt noch? Die Türen sind noch im Bau. 5 Funkantennen wurden errichtet. Aber der Triebwerkstest für das Raketentriebwerk wurde noch nicht fertiggestellt. Das ist richtig. Dafür brauchen wir erstmal mehr Leute und viel mehr Geld. Das heißt, ich husche jetzt mal ganz kurz auf die Karte. Und schicke mal 1, 2, 3, 4, 5 dahin. 1, 2, 3, 4, 5 dahin, die aber erstmal sich verstecken wegen dem doofen Agenten. Und 1, 2, 3, 4, 5 dahin, die sofort zu stehlen anfangen. Und 1, 2, 3, 4, 5 dahin. Das heißt, wir haben da noch keinen. 1, 2, 3, 4, 5. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr besonders viele Wachen zu Hause. Warum? Warum hast du einen Fangentick bekommen? Ich mag dich nicht. Und es war wieder so. Ich war ganz kurz auf der Weltkarte. Ich hätte eigentlich pausieren sollen. Hm? Na gut, was soll's. Du, geh da rein. Ja, geh da rein. Zack. So. Du kannst eigentlich da stehen bleiben. Du hast jetzt... Warum hast du noch einen Fangentag? Weil du gefangen bist. Okay, verhören. Wir können ihn nicht mit einer Diashow verhören, das ist schade. Ich hätte jetzt eigentlich gerne was schneller verhört. Weil er müsste ja eigentlich schon längst über seiner Zeit sein. Kryokammer? Nö. Hier draußen sind die Selbstschussanlagen, das wäre nicht so toll. Die anderen Sachen sind ganz schön weit weg. Mit dem Affen verhören. Nee, geht auch nicht. Wir brauchen echt hier noch einen Verhörstuhl. Na gut. Hilft nichts, ab in den Mixer. Ist er wenigstens ruhig gestellt und springt sie nicht aus seinen Zellen raus. So, weiter. Du. Bleib mal da. Achso, du musst mindestens einmal zugegen sein, damit das Ganze hier überhaupt losgehen kann, ne? Ja, okay. Dann lauf da ganz kurz hin. Ja, Achtung, Geldknappheit. Das hatten wir zuletzt in welcher Folge? 5, 6? Menno. Also, dass diese Ansage kommt. Fand ich damals sehr lustig. Jetzt nicht mehr so wirklich. So, du, geh da rein. Du. Komm schon, geh da rein. So. Er ist... Wow. Komm. Zack, so, er ist drin. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Minuten, Viertelstunde Ruhe vor ihm. Du kannst weggehen. Okay. Weltkarte? Alle noch unterwegs. Okay. Minimap. Minimap sagt... kaum rote Punkte. Was haben wir hier? Ein Agenten. Erbärmlicher Agent. Jo, der kann ruhig eine Weile rumschnüffeln. Die Rate wurde geändert auf 0. Ich könnte was verkaufen, aber nö. Die Jungs müssten ja bald auf der Weltkarte eintreffen und
dann haben wir auch wirklich genug Geld. So, Hubschrauberlandeplatz. Genau. Ich höre noch ganz leise den Hubschrauber, also ist er gerade weggeflogen. Irgendwo ein Superagent aufgetaucht. Dirk Masters nicht und die Frostonova ist irgendwo ganz hinten. Ja. Sehr schön. Also ja, wir hatten gleich. Was zur Hölle? Du bist schon wieder da. Du holst aber nicht unsere Jungs ab, oder? Es wäre ein bisschen spät. Doch, die haben. Okay, 5 Kung-Fu-Kämpfer. 10 Kung-Fu-Kämpfer. Waren das 15 Kung-Fu-Kämpfer? Ja, anscheinend schon. Und jetzt noch die Scharfschützen. Genau. Boah. Ja, komm, beeilt euch. Chop, 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 chop. Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle.